Herzlich willkommen, mein Name ist Remo Rittiner. In meiner langjährigen Arbeit als Yogalehrer und Yogatherapeut bin ich zahlreichen Menschen begegnet mit chronischen Nacken- und Schulterverspannungen. Die Gründe dafür sind vielfältig: einseitige Bewegungen, ungesunde Bewegungs- und Haltungsmuster, Stress und auch innere Anspannung führen zu diesen Symptomen. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen aus meiner Sicht als Spiraldynamik-Expertin und Yogalehrerin noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die zu mehr Klarheit in der Bewegung und dadurch zu einer tieferen Wirkung der Asanas führen. Eine vorgeschobene Kopfhaltung können wir korrigieren, indem wir den Kopf zurückbringen und ihn über dem Becken zentrieren und somit zu einer Aufrichtung der Wirbelsäule kommen. Kommen Sie in Rückenlage mit aufgestellten Füßen, atmen Sie tief ein und heben die Bauchdecke an und atmen Sie tief aus, senken die Bauchdecke. Mit der Yoga-Atmungstechnik verlängern Sie den Atem, ein- und ausatmen, ganz bewusst den Bauch heben und senken. Wenn Ihre Gedanken Sie ablenken, kommen Sie zurück zu diesem bewussten Atmen und achten Sie, dass Sie den Atem auch noch verfeinern, verlängern und noch feiner atmen. Mit der nächsten Einatmung bringen Sie die Ellbogen auf Schulterhöhe, beugen Sie die Ellbogen Rechtwinkel und gleichzeitig die Beine nach oben strecken, ein. Und mit dem Ausatmen die Füße wieder aufstellen, die Arme V-förmig hinter den Kopf strecken, einatmend wieder die Beine nach oben und die Arme anwinkeln. Wiederholen Sie das einige Male. Ein. Spüren Sie einen Moment nach Ihre Atmung im Bauchbereich. Und mit der nächsten Einatmung strecken Sie den rechten Arm über den Kopf und gleichzeitig strecken Sie das rechte Bein nach vorne aus, Ferse 5 cm weg vom Boden. Ausatmen, ziehen Sie das rechte Knie zum Brustkorb und drehen den Kopf nach rechts. Einatmen, den rechten Arm wieder hinter den Kopf, die Ferse nach vorne, Bein ist ausgestreckt. Und ausatmen, wieder anziehen. Wiederholen Sie diese Übung ein paar Mal. Ausatmen. Und wieder einatmen. Mit dem nächsten Einatmen strecken Sie die Wirbelsäule und lassen das Brustbein sinken. Ausatmend lösen Sie die rechte Hand und führen Sie die rechte Hand hinter dem linken Handgelenk nach außen. Platzieren Sie die rechte Schulter, wenn möglich, auf die Körpermittellinie am Boden. Und einatmen, kommen Sie wieder hoch. Strecken wieder die Wirbelsäule. Mit der nächsten Ausatmen kommen Sie wieder in diese Position. Und einatmen, in die Mitte kommen. Die Hand aufsetzen, Wirbelsäule verlängern und ausatmen wieder zur Seite. Wiederholen Sie das noch einige Male. Der rechte Fuß ist vorne. Einatmend heben Sie die Arme, die Ellbogen auf Schulterhöhe. Das Knie ist gebeugt, Brustraum ist weit geöffnet. Und mit dem Ausatmen strecken Sie das rechte Bein, bringen Sie die rechte Hand ans Schienbein, Kopf drehen. Und mit dem Einatmen wieder das Knie beugen, Brustkorb öffnen, Arme rechtwinklig und ausatmen wieder in die Drehung. Wiederholen Sie das einige Male. Einatmen, Brustkorb öffnen
und ausatmen, wieder drehen. Strecken Sie Ihre Wirbelsäule, lassen Sie das Brustbein sinken. Und beim Einatmen strecken Sie das rechte Bein nach hinten. Ausatmen, beugen Sie die Arme und bringen Sie die Stirn Richtung Boden. Achten Sie darauf, dass die Ellbogen beim Körper bleiben. Und ausatmen, nach unten gehen, Fuß anziehen, einatmen, Bein ausstrecken. Und ausatmen, wieder nach unten. Wenn Sie noch nicht so viel Kraft haben, gehen Sie so weit runter, wie es Ihnen möglich ist. Die Ellbogen bleiben nahe beim Körper. Ausatmen, nach unten. Beugen Sie das rechte Bein und stützen mit dem rechten Arm den rechten Oberschenkel. Führen Sie den linken Arm neben das linke Ohr. Und ausatmen, strecken Sie das rechte Bein und stützen mit der rechten Hand am rechten Schienbein. Einatmen, wieder hochkommen, Arm nach oben. Und ausatmen, wieder das Bein strecken, Kopf schaut nach unten. Und wiederholen Sie das in Ihrem Rhythmus. Ein und aus. Nun kommen wir zur nächsten Übung. Fassen Sie mit beiden Händen die Füße. Pressen Sie das Schambein in den Boden und schmiegen Sie Ihre Leisten in den Boden. Einatmen, kommen Sie hoch und weiten Ihren Brustkorb. Und bleiben Sie in dieser Haltung. Bewegen Sie Ihre Schulterblätter Richtung Becken. Und bringen Sie den unteren Teil des Brustbeins nach vorne und oben. Wenn Ihnen das im Rücken zu stark ist, zu intensiv, können Sie die Haltung etwas vereinfachen, indem Sie etwas tiefer mit den Knien gehen und den Oberkörper etwas senken, damit die Übung sanfter ist. Wenn Sie einen gesunden Unterrücken haben, können Sie noch etwas intensiver in die Stellung reinkommen, kraftvoll den Brustkorb weiten. Und anhand der Atmung spüren Sie, wann es Zeit ist, die Stellung wieder zu verlassen. Wenn der Atem langsam unruhig wird, gehen Sie aus der Position. Sonst bleiben Sie noch einen Moment. Und dann ganz langsam lösen Sie die Übung. Kopf zur Seite, die Arme am Körper. Und einen Moment nachspüren. Spüren Sie nach den Atem und warten Sie noch einen Moment, bis der Atem sich beruhigt. Und dann langsam aus der Rückenlage herauskommen, über die Seite hochkommen in einen Sitz, Sitzposition. Bringen Sie den linken Fuß an die Außenseite des rechten Oberschenkels. Das rechte Bein ist gebeugt. Mit der rechten Hand fassen Sie das linke Knie außen. Einatmend heben Sie das Brustbein und die Schlüsselbeine und verlängern Sie die Wirbelsäule. Ausatmend gehen Sie in die Drehung nach links. Und einatmend kommen Sie wieder in die Mitte, richten Sie die Wirbelsäule auf. Und ausatmend drehen Sie nach links. Und wiederholen Sie das einige Male. Einatmend in die Mitte. Und ausatmen in die Rotation. Nehmen Sie die Hände vors Brustbein in Anjali Mudra. Schließen Sie nochmal die Augen. Und beobachten Sie die kräftigende Wirkung im Schulter-, Nacken-, Rückenbereich. Und bedankt sie sich bei sich selber für ihre Disziplin und ihre Bemühungen und verneigen sie sich vor ihnen selbst. Namaste.